Es sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Hier, hier und hier. Jacob, was macht ihr da? Muss es sein. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Die Aufzeichnungen sind recht überzeugend. Aber ich will selbst in diese Ruinen. Und Croft? Wir lassen sie am Leben. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Ja. Ist krank, aber schön noch eine puffen. Ja, so muss das sein. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Was geht denn jetzt ab? Weg hier! Ich finde sie! Wir müssen sie finden! Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Ja, ich bin da unten drin. Ja. Okay. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Wir müssen sie finden! Weitersuchen! Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Ah, sehr gut. Erstmal die Karte wieder einpacken. Damit wissen wir nämlich jetzt schon mal, wo alle Sachen sind wieder. Dann das... Verdammt, ich muss hier raus. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Croft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren, das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Jetzt bereut sie es, glaube ich, ein klein wenig.
So. Ah, haben wir wieder was gefunden? Mal sehen, was ist diesmal drin? Ein Militärabzeichen der cool. Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Ey, das sieht jedes Mal so geil aus. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich so eine Kiste finde. Das ist so detailliert dargestellt. Das nenne ich Next-Gen-Grafik. Vor allen Dingen hier dieses... Boah. Das sieht einfach mega geil aus. So. Seilfälle können auch eine Säure befestigt werden. Ah, jetzt haben wir's. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Ah, ich werde da sonst gebrutzelt und jetzt wird's nämlich kritisch. Kann ich diese Kugel benutzen? Ach so. Habe ich gar nicht gesehen. So. Ach so. Ich hatte jetzt Panik, dass das nur auf Zeit wieder geht. Ein ganzer Korb voll Beeren haben wir jetzt noch bekommen. Der ist richtig verkokelt. Good job. So, jetzt beginnt wieder der ganze Spaß, wo ich hier die halbe Hütte abreißen werde. Auf dem Weg nach draußen. Aber das kennt man ja schon. Nee. RB. Okay, da stelle ich also. Ah, da haben wir. Warte. Die ist Erz wieder. Ich glaube, das ist wichtig für später. LB zum Heilen. Okay. Das ist schon gechillt gemacht. Ah, da können wir wieder aufknacken. Also die Bomben so herzustellen sind schon gechillt. So. Hier haben wir wieder eine Aufnahme. Wir dringen weiter ins Tal vor.
Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Okay. Ich glaube, die ist in den Konstantin ein bisschen verschossen. Wenn ich das jetzt mal so deuten kann. Was haben wir denn da? Forschertaschen enthüllen die Position von versteckten Ressourcen, Höhleneingängen und Truhen. Cool. Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Erledigt ihn! Verdammt! Das erstmal ich. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Ich brauche erstmal wieder was anderes zum Anziehen. Der ist ein doofes Outfit. Ich benutze das Weiße lieber wieder. Es passt einfach besser. Ja, die Waffe braucht man eigentlich erstmal nicht weiter aufbessern. Fähigkeit aber. Sehr gut. Wo war das jetzt nochmal mit den Spitzkopf, ne? Stellen Sie Pistolenkugeln her, die großen Schadenwürfel und sich für die tödliche Wirkung aufbauen, ausweichen. Oder war das mit dem Doppelschuss hier? Okay, ich bin mal gespannt, wie das wird oder läuft. Und weiter geht's. Erstmal hier rein. So. Weg hier!
Na komm. Fackelt sie ab! Treibt sie raus! Ach, ist das nervtötend mit dem. Jo, alles klar. Klar, gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen und Beeilung. Moment, ich schau mal nach. Bin auf Flankenposition. Gebt mir Unterstützung, Feuer jetzt! So, damit haben wir ihn erwischt. War gerade ziemlich ruhig, ich weiß. Aber das war pure Konzentration gerade. Das war nämlich ein Hardcore-Kampf des Todes wieder. So, hier geht's weiter. Ach, ich dachte gerade, da liegt ein Diktiergerät. Da, ach doch, da liegt doch eins. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Okay. Wieso sind die tot? Die habe ich doch gar nicht angegriffen. Oder war das mein... Jacob? Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Oh ja, oh ja. Was gibt's Neues? Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Ey, das sieht Trinity. So geil aus. Es ist so Hammer, die Grafik davon. Wenn manche Spiele bei jedem Teil so detailliert wären wie das hier jetzt, ne? Das wäre so abnormal. Aber ich glaube, das würde zu viel Zeit und zu viel kosten. Oder das ist die Frau mit dem Pfeil. Das kann natürlich auch sein. What the fuck, ist das ein Kämpfer? Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Sehen wir! Da drüben kommt er raus! Achtung! Ah, jetzt beginnt wieder dieses Laufen und Rennen. Das ist wieder so geil. Ich liebe diese Szene. Das sind die besten, die es gibt. Oh, fuck. Okay, das ist wieder.
Boah, so lange in der Kälte, dass sie die Luft unter Wasser anhalten. Ganz ehrlich, ich möchte den sehen, der das schafft.